So, Leute, da sind wir beim nächsten Muster direkt hinterher. Beziehungsweise für mich direkt hinterher, für euch mit ein bisschen Abstand. Side Booster. Diesmal in Englisch, weil ich wollte euch was zeigen. Mir ist nämlich was aufgefallen. Die deutschen Booster werden ja in den USA produziert. Die amerikanischen Booster in Japan. What? Schieben die jetzt ihre Scheißqualität zu uns, oder was? Kauft die Dinger in Englisch. Man hat auch hier ein anderes Griffel oben drin als bei den normalen Boostern. Die japanischen machen das ja, die machen das ja ganz anders. Und ich glaube, die haben auch, jawohl ja, das haben nämlich die anderen Set-Booster nicht. Aber diese Set-Booster haben einen Pull-Button, wieder mal. Ich bin super schlecht da drin. Das erwähne ich immer wieder, wenn wir Booster haben, die das haben. Und ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben erstmal interessanterweise die Karte falsch rum, die Artist Card. Die müsste so rum da drauf sein. Zumindest ist sie das in den deutschen Boostern. So, Artist Card, Ice Tunnel. Kommt getappt ins Spiel, macht blau oder schwarz. Island Swamp, sehr cool. Berg Strider, 5 Mana 4-4. Wenn er ins Spielfeld kommt, tappen wir ein Artefakt und eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert. Wenn wir das verschneites Mana dafür benutzt haben, enttappt die während des nächsten Tapp-Segments nicht. Pilferinger Hawk. 2 Mana 1, 2 fliegend. Für ein Snow tappen, ziehen wir eine Karte und werfen eine Karte ab. Frostbite. 1 Mana, wir fügen 2 Schaden an der Kreatur und Spieler zu. Und wenn wir 3 Schnee permanent haben, machen wir 3 Damage. Okay, unser Theme ist Frost. Frost Peak Jetty. 4 Mana, 3, 3. Mit 2 Mana kann der nicht geblockt werden. Snowland kommt getappt ins Spiel, tappen für ein Mana beliebiger Farbe, beziehungsweise der ausgewählten Farbe, die wir auswählen, wenn die ins Spiel kommt. Yes, mehr verschneit, super cooles Pack, um mal dieses Theme auch zu zeigen, wirklich dieses Snow. Morit of the Frost, 5 Mana, 0-0 mit Changeling, also Wandelwicht. Wenn der ins Spiel kommt, wird er eine Kopie eines Permanenten, außer dass es legendär ist, und Schnee zusätzlich zu den Typen. Und wenn es eine Kreatur ist, kommt es 2 plus 1 plus 1 Magen und es ist Changeling noch zusätzlich. Geil. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich Changeling, ja. Absorb Identity, 2 Mana Instant, also spontan sauber. Wir bringen eine Karte auf die Hand zurück. Wenn ein Spell Chapter von uns existiert, wird er eine Kopie zu dieser Kreatur, bis wenn es zu ist. Ja, Lit Yara Mirror Lage. Das ist das Grün-Blaue kommt getappt ins Spielland. Und für 5 Mana tappen könnt ihr das Ding opfern, um eine Kreatur eine plus 1 plus 1 Marke zu geben. Die eine Kopie wird, also die Kreatur wird eine Kopie von einer anderen Kreatur. Und kann man halt nur machen wie eine Sorcery. Damit sind die Karten halt leider kacke. Dann haben wir, oh mein Gott, Replantant Marshall. 3 Mana 3, 3 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt oder stirbt, kann man eine beliebige eine Kreatur aus dem Friedhof exilen. Wenn man das tut, legt mir eine plus 1 plus 1 Mark auf alle Kreaturen, die wir kontrollieren, außer denen, die einen Kreaturentyp mit der exalten Kreatur gemeinsam haben. Das ist cool. Das ist richtig cool. Dann haben wir einen Chevalon Ice Shaper. 3 Mana 2, 4. 3 Mana tappen, wir kriegen einen Snow Token Ice Monolith. Tappen Mana beliebiger Farbe macht dieser Token dann. Und für 8 Mana tappen gucken wir uns die obersten 4 Karten unseres Decks an und können Spell davon casten und die Mana-Kosten bezahlen. Der Rest geht drunter. Und unsere Foil ist ein Anul. Ein blaues Mana, wir countern Artefakt und Verzauberungszauber. Sehr cooles Teil. Und wir haben schon wieder ein Minigame. Booster Slurf. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir schon. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.